Showdown beim Pizza-Flitzer. Der Tag der Entscheidung ist da. Heute geht's ans Eingemachte für den kleinen Briten. Rennfertig ist er, der Pizza-Flitzer. Ich habe ihn ja selber schon auf der Straße getestet. Heute sind wir aber auf der Kartbahn, um das Ding mal so richtig auf Mark und Bein zu testen. Und dafür brauche ich einen Rennfahrer. Unterstützung gibt's von der Prominenz und auf die warte ich jetzt. Er ist cool. Er ist frech. Und er ist verdammt schnell. Tim Schrick ist der Mann, der alles testet. Hart, aber fair. Guten Tag, Herr Schreck, ne? Hallo. Hast dich extra hübsch gemacht, ja, für mich. Ich war jetzt ja noch beim Friseur gewesen. Ja, hübsche Pommes, Matte. Du, das Ding hier, das kannst du gleich mal zur Seite fahren. Ich habe was viel Besseres. Hier steckt alles drin, was ein Rennauto so braucht. Sieht auch so aus. Hast du Bock? Ja, ich habe immer Bock. Kontaktschwierigkeiten, Eingewöhnungsphase, alles Fremdwörter für Tim Schreck. Tim geht mit dem aufgemotzten Pizzaflitzer gleich mal an die Grenzen. Doppelweber-Vergaser sei Dank. Motorsport von seiner schönsten Seite. Das erste Mal in einem echten Mini Cooper für mich. Und dann auch noch in einem Kombi. Das ist schon ganz schön geil. Das Auto lenkt super direkt ein. Hinterher sind ganz schön breit. Das Auto hat ziemlich guten Grip hier auf der Kartbahn. Das ist einfach unglaublich. So müssen Pizzafahrer Auto fahren können. So ein Geräusch kann doch nur ein Vergaser machen. Das ist einfach geil. Aber man merkt auch, dass das Auto verwindet. Das ist halt einfach ein altes Auto. Wenn man schwungvoll einlenkt, schafft man es auch kurz, auf zwei Rädern zu stehen. Das ist unglaublich. Jetzt mal lieber schön auf dem Teppich, Asphalt bleiben, Herr Schreck. Hat ein bisschen Grip, der Apparat. Und, wie fährt er sich? Super, cooles Auto, macht echt Spaß. Fährst du damit jetzt Pizza aus oder was soll das werden? Ich will jetzt mit dir eine Pizza essen gehen, was hältst du denn davon? Oh, okay, ja? Hunger. Erstmal, Schnee. Abmarsch!